Optimismus und positives Denken fördern unsere Gesundheit. Viele Mediziner sind davon überzeugt. Viele Sprichworte unterstreichen dies. Jeder Tag ist ein Geschenk. Das Glas ist immer halb voll und nicht halb leer. Und so weiter. Die Forschung unterstreicht die These und ist überzeugt, dass diese Lebensweisheiten tatsächlich eine optimistische Grundeinstellung widerspiegeln, die einen sehr positiven Einfluss auf die Gesundheit des Menschen hat und auch lebensverlängernd wirken kann. In der Forschung hat man festgestellt, was in unseren Gehirnen passiert, hat auch einen entscheidenden Einfluss auf unseren Körper und damit unsere Gesundheit. Positiv eingestellte Menschen leiden seltener an Herzerkrankungen, hohem Blutdruck und haben im Allgemeinen einen gesünderen Blutzuckerpegel. Auch bei sehr schweren Krankheiten wie zum Beispiel Krebs hat man festgestellt, dass Menschen mit einer positiven Lebenseinstellung oftmals sehr viel besser mit ihrer Krankheit umgehen konnten und eine deutlich bessere Lebensqualität hatten. Schwerkranke Menschen, die sich auf das Positive im Leben konzentrieren, berichten meist, dass die schweren Zeiten der Krankheit dadurch deutlich besser zu ertragen waren. Sie haben gelernt, sich nur noch mit positiven Menschen zu umgeben, eventuell ein Dankbarkeitstagebuch zu führen und sich auf das Gute in ihrem Leben zu fokussieren. Obwohl das auf die eigentliche Krankheit keinen direkten Einfluss hatte, sind diese Menschen durch die kritischen Phasen deutlich besser hindurchgekommen als depressive Menschen, die sich in ein tiefes Loch haben fallen lassen. Die Forschung geht davon aus, dass Menschen ganz bewusst die Fähigkeiten trainieren können, positive Emotionen und Einstellungen zu entwickeln. Dies macht sie in Krisen ruhiger, zufriedener und ausgeglichener. Außerdem kann es das Leben verlängern und die eigene Gesundheit verbessern. Die Kraft der Gedanken. Auch jede Erfindung geht eine gute Idee voraus und Gedanken lassen sich dabei materialisieren. Genauso sind Gedanken auch in der Lage, unseren Körper zu beeinflussen. Und zwar im positiven wie im negativen Sinne. Jeder kennt die eine oder andere Geschichte von einer Selbstheilung durch die Kraft der eigenen Gedanken. Tatsächlich wird von der Neurowissenschaft der Zusammenhang zwischen seelischem und geistlichem Zustand und der körperlichen Gesundheit und dem Lebenserfolg nicht in Frage gestellt. Dem wollen wir hier näher auf den Grund gehen. Die Wissenschaft ist sich weitgehend einig, dass für den erfolgreichen Heilungsprozess einer Krankheit immer auch die Seele gehört. Sie soll es sein, die aus ihrer Kraft heraus die Selbstheilungskräfte in uns aktivieren kann. Dies wird in unserem modernen Leben aber weitgehend vernachlässigt. Wir setzen auf eine gesunde Ernährung und Nahrungsergänzungsmittel, treiben Sport, gönnen uns Wellness und verwenden Naturkosmetik. Unser Seelenleben haben wir dabei ganz vergessen. Genauso wie die Überprüfung unserer Lebenseinstellungen und unsere Glaubenssätze. Was bringt uns dies aber alles, wenn wir in Wirklichkeit unglücklich sind? Vielleicht funktioniert die Partnerschaft nicht oder man erfährt keine Wertschätzung. Im Job ist die Arbeitsatmosphäre nicht auszuhalten oder man wird gemobbt. Man ist einfach mit seinem Leben unglücklich und glaubt, dass man in einem Leben steckt, das einem gar nicht gerecht wird. Manchmal merkt man gar nicht, wie unglücklich man eigentlich ist. Gott sei Dank gibt es ja reichlich Ablenkung in Form von Fernsehen und Internet, Konsum und vielleicht auch Drogen. Damit kann man sehr lange die wirklichen Probleme verdrängen. Hätte man diese Fluchtmöglichkeiten nicht, müsste man sich ja mit den tatsächlichen Problemen beschäftigen und dann auch noch etwas ändern. Bloß das nicht. Das ist die Einstellung vieler Menschen. Sie leben lieber im bekannten Unglück, als eine Reise zu neuen Ufern zuzulassen und sich dem Ungewissen auszusetzen. Die Angst vor den Risiken lässt sie zurückschrecken. Es könnte ja alles noch schlimmer werden. Allerdings akzeptiert unsere Seele das dauerhafte Unglück nicht. Irgendwann hat sie genug und appelliert an den Körper, sich endlich einmal zur Wehr zu setzen. Und der Körper tut das dann auch. Wir werden krank. Meist kommen zum gefühlten Unglück auch noch andere Faktoren dazu. Eine ungesunde Lebensweise, eventuell Missbrauch von Alkohol und Drogen und eine destruktive, pessimistische Einstellung zum Leben. Gerade hier kommt die Seele wieder ins Spiel. Wenn wir nicht bereit sind, unser Leben anzuschauen und unsere Einstellungen zu ändern, steht uns die Seele im Weg für eine positive Entwicklung. So ist es auch zu erklären, warum manche Menschen erst von heute auf morgen ihr ganzes Leben radikal umstellen, wenn sie die Diagnose für eine tödliche Krankheit bekommen und sie erkennen, dass ihre Tage gezählt sind. Der Glaube kann Berge versetzen. Die Stärke der Selbstheilungskräfte wird nicht nur von der Unerträglichkeit der persönlichen Situation aktiviert. Besonders ein starker Glaube kann wahre Wunder bewirken. Glauben kann eine sehr starke Kraft sein, die auch in hoffnungslosen Situationen schon die Welt verändert hat. Hier gibt es immer wieder Krankengeschichten, bei denen hoffnungslose Fälle besonders durch ihren starken Glauben an eine Genesung tatsächlich ihr Schicksal lenken konnten. Insbesondere Krebsmediziner können hier von vielen Patientenschicksalen berichten,
in denen die Macht des Glaubens ganz wesentlich zur Genesung beigetragen hat. Krebspatienten im Endstadium haben schon durch die Anwendung neuer Testmedikamente, an deren Wirkung sie unbedingt geglaubt haben, tatsächlich dem Tod ein Schippchen schlagen können. Obwohl sich bei den Testmedikamenten teilweise herausstellte, dass sie die gewünschte Wirkung gar nicht haben, hat allein der Glaube des Patienten an die Wirksamkeit den Weg in die Genesung ebnen können. Hier handelt es sich um einen klassischen Placebo-Effekt, der durchaus eine große Wirkung haben kann, wenn der Glaube an ihn stark genug ist. In anderen Fällen leben Menschen eventuell jahrelang mit einem tödlichen Krebs und wissen es gar nicht. Erst mit der sicheren Diagnose entwickelt sich die Krankheit dann rapide und die Menschen sterben innerhalb kürzester Zeit. In beiden Fällen spielt das Bewusstsein und der Glaube eine wesentliche Rolle. Die eigenen Gedanken und der Glaube können sehr aktiv beeinflusst werden und können damit auch die eigene Lebenssituation maßgeblich verändern. Was sagen uns diese Beispiele? Dass sowohl Heilung als auch eine ungünstige Entwicklung sehr stark von der eigenen Überzeugung abhängen kann. Maßgeblich sind dabei ein unerschütterlicher Glaube und die Erkenntnis, dass Menschen aufgrund ihrer Einstellungen, Sichtweisen und Gedanken ihr Leben entscheidend lenken können. Unsere mentale Kraft kann uns also heilen oder unserem Leben eine entscheidende Wende bescheren. Diese mentale Kraft steckt in jedem von uns und es liegt an uns, sie in unserem Sinne für ein positives Leben einzusetzen. Hierfür braucht man keinen Arzt und man muss auch nicht darüber reden. Man muss nur wissen, dass diese Kraft in uns steckt. Wie man zu seiner Kraft findet und positive Emotionen und Einstellungen trainieren kann, erfahrt ihr im Folgenden. Meditation. Um sich seiner selbst bewusst zu werden und sich aus dem aufreibenden eigenen Leben einmal auszuklinken, haben viele Menschen zur Meditation gefunden. Von regelmäßig Meditierenden werden die positiven Auswirkungen der Meditation durchweg bestätigt. Die Meditation soll zu innerer Ruhe und Klarheit verhelfen. Sie soll den Geist entspannen und das Loslassen von der Alltäglichkeit ermöglichen. Besinnung auf sich selbst steht im Mittelpunkt der Meditation. Sie soll Stress abbauen können, Erholung von Körper und Geist bewirken und den Kopf freimachen für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Die Wissenschaft hat sich jahrelang vergeblich bemüht, die positiven Auswirkungen der Meditation auch wissenschaftlich nachzuweisen. Die Ergebnisse waren jedoch nicht wissenschaftlich verwertbar. In neuester Zeit hat man aber Ansätze gefunden, die einen Zusammenhang zwischen dem seelischen Wohlbefinden und der Meditation nachweisen können. Wissenschaftler aus Harvard und Gießen haben erstmals die Wirkungen eines bekannten Meditationsverfahrens mittels Hirnscans messen können. Hier konnte man bei einer Testgruppe, die 8 Wochen lang nach dem Meditationsverfahren MBSR meditierte, feststellen, dass die Testpersonen deutlich besser mit Stress umgehen konnten. Dies ließ sich auch durch den Hirnscan an Veränderungen der Hirnstruktur belegen. Es zeigte sich eine geringere Dichte der grauen Hirnsubstanz an der Amygdala. Diese ist maßgeblich an der Bewältigung von Angst und Stress beteiligt. Zusätzlich wurde eine bessere Dichte am Hippocampus festgestellt, der für die Selbstwahrnehmung und Empathie zuständig ist. Nach den Erfahrungen der Meditierenden kann die Meditation durchaus helfen, sich wieder auf sich selbst zu besinnen und damit auch das eigene Leben zu hinterfragen. Meditation soll nicht nur helfen, die Alltäglichkeit mit mehr Ruhe und Gelassenheit zu bewältigen, sie soll den Menschen auch dabei helfen, sich wieder auf sich selbst zu besinnen, das eigene Leben zu überprüfen und die Kraft zu schöpfen, um Veränderungen zu bewirken. Im Folgenden zeigen wir euch ein paar Übungen für positive Einstellungen und Gedanken. Positive Einstellungen und Gefühle sind notwendig, um positive Veränderungen im Leben bewirken zu können. Nur durch eine positive Einstellung und ein optimistisches Gemüt lassen sich Dinge auch positiv verändern. Nicht umsonst gilt das Sprichwort, wie das Innen, so das Außen. Darin ist viel Wahrheit zu finden. Es gilt das Prinzip der Entsprechung. Wie soll zum Beispiel ein Mensch, der sich selbst als unattraktiv empfindet, auf andere attraktiv wirken können? Geht nicht. Deshalb ist ein positives Selbstbild und eine positive Lebenseinstellung auch so wichtig, um positive Erfahrungen machen zu können. Um den Turnaround erfolgreich zu unterstützen, können kleine tägliche Übungen helfen, die guten Aspekte im Leben zu sehen und daraus auch Kraft zu ziehen. Jetzt wollen wir ein paar kleine Rituale vorstellen, die dabei sehr hilfreich sein können, wenn man sie regelmäßig praktiziert. Versuche jeden Tag ein positives Erlebnis zu erkennen und es wertzuschätzen. Koste einen schönen Moment aus. Vielleicht schreibst du ihn auch auf oder erzählst einem anderen Menschen davon. Schreib ein Dankbarkeitstagebuch. Mach dir bewusst, was alles gut ist in deinem Leben. Lob dich. Schreib eine gute Eigenschaft deines Charakters auf und beobachte, wie du diese im Leben einsetzt. Setze dir ein naheliegendes Ziel und beobachte deinen Fortschritt. Versuch dich in guten Taten, bewusst und frei von Absichten.
Beginne im Hier und Jetzt zu leben. Lass die Vergangenheit und Zukunft einfach mal im Geiste ruhen. In unserer heutigen Zeit haben wir unseren Fokus auf das Funktionieren in unserer Zeit und unserem Leben gelegt. Wir veranstalten viel, um uns körperlich fit zu halten und uns gesund zu ernähren. Unsere Seele und unser Geist spielen dabei aber eigentlich keine Rolle. Obwohl wir durch so viele Beispiele wissen, wie stark die Kraft der Gedanken und die Seelenheilungskräfte sein können, nehmen wir diesen wichtigen Aspekt in unserem Leben kaum wahr. Wir verharren in unglücklichen Lebenssituationen und bewegen uns nicht weiter. Eine neue Sichtweise und eine neue Wertschätzung unseres Seelenlebens können uns helfen, unser Leben in eine positivere Richtung zu lenken. Ob durch Meditation, Übungen für positivere Einstellungen oder andere Bewusstseinsveränderungen. Einen Fokus auf unser Seelenleben zu legen, kann uns maßgeblich dabei helfen, unser Leben positiver zu gestalten. Und damit sind wir auch schon am Ende angekommen. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen Inspiration schenken und euch zum Denken anregen. Wenn ihr noch weiteres hinzufügen wollt, nutzt gerne die Kommentarfunktion. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, zeigt es gerne mit einem Daumen nach oben. Und um nie wieder neue Videos zu verpassen, klickt auf Abonnieren und wir sehen uns bald wieder.